Willkommen zum neuen Let's Play. Ich will erstmal im Voraus sagen, dass meine Stimme sich absolut grauenhaft anhört bei meinem Mikrofon. Insgesamt ist es immer super schön, wenn ich irgendwas spiele, beziehungsweise telefoniere, Sprachnachricht aufnehme, was auch immer. Meine Stimme hört sich grauenhaft an. Sie hört sich an wie, keine Ahnung, 17, als wäre ich 17 oder so. Ich bin keine 17 Jahre alt. Ja, naja, gut. So, das wird jetzt schon mal, also wie gesagt, das wird ein Minecraft-Play sein und ich werde es so ein bisschen wie ein Guide aufbauen. Also das ist so eine Art Bedrock-Guide, denn wir sind in der Bedrock-Version. Ich werde euch alles erklären und werde hoffentlich mein Minecraft-Wissen an euch weiterteilen können, auch wenn jeder mittlerweile Minecraft kennt. Ich will nochmal zum Sound sagen, ich hoffe, dass das mit dem Sound gut ist, dass man mich gut hört und man das Game gut hört. Es kann sein, dass man mich manchmal nicht hören kann, weil mein Mikrofon auf einmal ausgeht. Ich weiß es nicht, kann passieren. Und man hört wahrscheinlich meinen PC absolut dort. Dieses Rauschen wahrscheinlich, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich so sein. So, jedenfalls. Hier gibt es das Angeilzimmer. Hier kann man einen ganz eigenen Charakter machen mit dem Körper und so. Könnt ihr euch alles anschauen, man kann sich auch Skins kaufen und auf dem PC auch einfach welche herunterladen und so. Und es gibt einen Marketplace, da könnt ihr euch alles Mögliche an Maps und anderen Stuff kaufen, keine Ahnung. Und hier gibt's, ja, keine Ahnung. Ja, hier gibt's Erfolge. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Erfolge. Na, egal. Und ich würde sagen, dass wir starten. Hier sind alle Welten. Hier sind die Freunde, die man hat. Und hier sind Server. Man kann auch Server hinzufügen. Bis auf das Switch zum Beispiel ist nicht möglich, soweit ich weiß. Also, ja, ich spiele halt auf dem PC. So. Hier zuerst benennt man logischerweise die Map, die Welt. Ich nenne die Welt jetzt Minecraft Let's Play. Perfekt. So. Es gibt zwei Spielmodi, einmal Überleben und Kreativ. Im Überlebensmodus bekommt man ganz normal Hunger und hat eine Lebensanzeige. Also man kann auch sterben und kreativ. Ja. Man ist unbesiegbar, kann fliegen, hat alle Baublöcke. Ja. Erklärt sich von selbst. Hier, jede Welt hat auch ein Startseed. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel den Seed Minecraft Let's Play. Diesen Seed habe und ihr den auch angebt, dann kommt ihr auf die genau gleiche Welt. Also, es ist nicht komplett gleich. Es ist so, dass ihr sozusagen das ist der Startseed, so wie die Welt generiert wurde. Wenn ich zum Beispiel da jetzt ein Haus baue, werdet ihr dann jetzt auch kein Haus sehen, wenn ihr den gleichen Seed angebt. So, man kann hier auch alles Mögliche einstellen, wie eine faire Welt, Bonustruhe. Aber das, was die man am ehesten einstellt, anmacht von den Standeinstellungen, die aus sind, sind die Koordinaten. Die sollten immer an sein. Eigentlich. Dann gibt es hier noch mehr Spieler, Cheats, Ressourcenpakete, Vereinspakete und Experimente. Ja, keine Ahnung. Sonst gibt es eigentlich nichts Wichtiges, wie gesagt. Und jetzt erstellt man die Welt. Das dauert einen kurzen Moment, aber dauert jetzt keine Ewigkeit. Auf der Java-Version dauert es meiner Meinung nach länger. Und wir spawnen an einem recht guten Spawn. Also ist so meine erste Behauptung. Also es ist auf jeden Fall besser als mein früherer Spawn, denn ich habe schon mal versucht, diese erste Folge aufzunehmen, weil ich bin in einem Eisbiom gespawnt. Ich hatte zwar ein Dingens, ich hatte zwar ein Dorf direkt, aber was hat es mir gebracht, wenn ich im Eisbiom war? Naja, gut. Erstmal
holt man sich Holz. Also an sich reicht auch einmal Holz. So, dann kann man sich Birkenbretter machen aus Holz. Man kann, hier sieht man auch eine Art Buch. Craftbuch nennt sich das. Hier könnt ihr alle Rezepte nachschauen, wie die gebaut werden und so. Und ja, das Wichtige, das was wir jetzt brauchen, ist eine Werkbank. Wir haben normal nur 4 Slots zum Craften, so können dann nicht wirklich viel craften. Mit der Werkbank, wenn wir die platzieren, haben wir schon mehr freigeschaltet. So, jetzt brauchen wir erstmal mehr Holz. Dann, ja. Am Anfang braucht man wirklich nur aus dem Holz eine Werkbank und eine Werkbank und einen Moment und eine Spitzhacke. Das braucht man für den Anfang. Mehr. Also, ich habe doch nie so ein Let's Play gemacht. Ich bin sehr schlecht im Erklären, wie man vielleicht merkt. So. Jetzt holen wir uns nämlich Steine. Es gibt mehrere Materialien in Minecraft. Dazu gehören für zum Beispiel Spitzhacken, Stein, Holz, Eisen, Gold, Diamanten und Netherite. Netherite. Egal. Und Stein ist besser als Holz. Versteht sich gleich von allein. Und wir haben hier direkt Kohle. Die können wir auch direkt mitnehmen. Die gibt uns auch manchmal ein bisschen XP. Das mit den XP wird noch alles kommen. Jetzt aktuell sind XP nicht wirklich wichtig. Aber hier ist auch eine recht große Kohlenader, also kann man sie natürlich mitnehmen. Vor allem, wenn man noch eine Holzspitzhacke hat, dann kann man die auch gerne ausnutzen. Nimm das mal kurz mit. Gott, das ist ja größer als erwartet. Naja, Kohle ist für den Anfang sehr wichtig. Ist eigentlich immer recht wichtig. Für Fackeln. Was zum Teufel ist das für eine Ader? Ich habe jetzt keine Lust, so lange hier an Kohle zu sitzen. Was zum Teufel? Aber ist jetzt gerade nicht dein Ernst. Warum haben wir hier direkt Lapis? Naja, wir können Lapis eh nicht abbauen, weil man mit einer Holzspitzhacke und auch nicht mit einer Steinspitzhacke Lapis abbauen kann. Dafür braucht man eine Eisenspitzhacke, glaube ich. Eisen oder Diamondspitzhacke, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auch viel zu wenig Stein mitgenommen. Naja, egal. Und es ist eine Steinspitzhacke. Ein Steinschwert. Eine Steinaxt. Ja, und am liebsten würde ich jetzt noch das ganze Set voll machen. Könnte ich das Set rein theoretisch voll machen? Nee, könnte ich nicht. Naja, egal, das sind so die Hauptbestandteile, die wichtigsten drei. So. Erst dann haben wir schon mal ein paar Tools. Das ist schon mal wichtig. Als nächstes, um das man sich, oh Gott, am Anfang kümmern sollte, ist Essen. Die kann man zum Beispiel hier in einem Fluss ganz einfach bei Fischen holen. Was zum Teufel? Und man sieht auch, man kann. Es gibt eine so eine Blasenleiste sozusagen, die zeigt sozusagen an. Gott, warte, nein, 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 nein. Okay, das sind die ersten Monster und direkt welche, mit denen man sich nicht am Anfang anlegen sollte, und zwar Drowns. Auf Deutsch Ertrunkene. Das sind sozusagen Zombies, die ertrunken sind, und die können sehr stark sein, vor allem wenn wie der eine da einen Dreizack hat. Denn ein Dreizack macht sehr viel Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Ungefähr wie so viel wie ein
das stärkste Schwert im Spiel, also die Netherite-Spitzhacke. Und wir haben halt wirklich einen guten Spawn, denn ne, wir haben direkt eine Menge Schafe hier und haben jetzt schon mal 3 Wolle. Mit dieser 3 Wolle können wir gleich ein Bett bauen. Das Bett ist sehr nützlich, damit man nachts nicht in seinem Haus warten muss, bis die Nacht vorbei ist. Aber man kann das halt gegen die Zombies zu kämpfen. Jedenfalls können wir uns ein Bett machen. So grob gesagt. Dafür brauchen wir 4 Birkenbretter oder was auch immer für Brecher. Bretter, einfach Bretter von der Holzart. Die Biene hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Na egal. Und 3 Wolle. Mit dem Bett können wir dann später die Nacht skippen. So, wir haben jetzt eigentlich schon alles Wichtige für den Anfang gemacht. Wir haben zwar keinen Unterschlupf oder so, aber das ist gar nicht so wichtig jetzt aktuell, weil wir ein Bett haben. Solange wir ein Bett haben, ist alles gut an sich. Wir können dann kurz noch. Ich habe gerade nicht ganz in Erinnerung, wie lange ein Minecraft-Tag geht. Es sind circa 22 Minuten oder so. Die Nacht ist etwas kürzer. Und ja. Ich bin auch nicht so kein wirklich guter Minecraft-Spieler auf der Tastatur. Ich habe immer auf dem Controller gespielt, damals auf der Switch. Aber ich spiele jetzt mittlerweile auf dem PC, auf Tastatur und Maus. Es ist eine Umgewöhnung, sagen wir so. Und ich bin mir gerade unsicher, in welchem Biom wir sind. Ist das ein Fichtenbiom? Es gibt mehrere Biome in Minecraft, sagen wir es auch so, direkt. Und das sieht mir sehr nach einem Fichtenbiom aus. Ah, geht doch nicht, nein. Was ist das? Schwarzeichenstamm, ja, das ist. Das ist ein Schwarzwald oder wie auch immer die he heißen. Das Minecraft-Wissen, das ich erwähnt habe. Naja, egal. So. Denn mein Lieblingsbiom in Minecraft ist das Fichtenbiom. Das Holz, das es dort gibt, ist einfach das Beste, meiner Meinung nach, dass es in Minecraft gibt. Und ja. Also jetzt so mittlerweile bin ich doch kein Fan von diesem Spawn. Naja, egal. Perfekt. Da sind andere Fische, da sind Kabeljauer. Spricht nicht so aus, ich weiß. Und da sind mehr Spawns und natürlich wieder ein Dreizack. Einfach wegschwimmen. Das ist die einzige Überlebenschance. Und mir schwimmt die ganze Zeit Delfine herum. Voll cool. Die haben irgendwie hatten die, die hatten irgendeine Fähigkeit. Ich glaube, die konnten dir dabei helfen, sozusagen ein Schiffswrack zu finden. Das werden wir im Verlauf des Let's Plays auch bestimmt noch finden. Und ja. So. Und wenn ihr nicht genug Essen habt, dann sprintet ihr aber nicht so viel, wie ich es gerade tue. Denn dann verliert man Hunger. Und wenn man Hunger verliert, hat man keine Möglichkeit mehr zu sprinten. Und wenn man auf dem schweren Modus ist, dann verhungert man komplett und stirbt. Also, ja, ich spiele auf dem normalen Modus. Das ist für Leute wie mich, für die noch nicht best nicht für nicht die besten Minecraft-Spiele, sagen wir so. Und ja, es wird auch langsam nach, wie man sieht. Und ja, ich will nicht in einem Birkenbiom bauen, um ehrlich zu sein. Das ist das Biom, auf das es ist wahrscheinlich das unbeliebteste Biom in Minecraft oder eins davon. Denn was sind das für Bäume? Es tut mir leid für alle, die Birke mögen, aber ich finde, das ist einfach. Nee, einfach nee.
Also hier baue ich, werde ich auf jeden Fall kein Lager aufbauen oder wie auch immer, sondern wir haben jetzt kurz unser Bett gebaut, sind geschlafen, die Nacht wurde geskippt und können weiter. Ja. Das sind Zombies, die verbrennen. Die können nämlich nicht. Ja, perfekt, okay. Wir ignorieren das einfach mal. Zombies können nicht in. Können nicht mit Sonnenlicht in Berührung kommen, sozusagen wie ein Vampir. Sonst verbrennen die. Ja. Das ist bei. Ich weiß gar nicht, bei welchen Monstern das noch so ist. Skelette auf jeden Fall noch. In der Bedrock-Version meiner Meinung nach die nervigsten Mobs im Game. Und ja, ich baue mir jetzt kurz ein Birkenboot. Weil ich jetzt. Och nee, Drown. Ich bin gerade wirklich im Kreis gelaufen. Oh Mann. Da will ich einfach nur ein Minecraft-Let's Play aufnehmen. Und dann verirre ich mich sozusagen noch. Na egal. Jedenfalls wird jetzt erstmal ein bisschen Boot-Action geben. Ja, wir sind mit dem Boot auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs auf Wasser. Und da sehe ich direkt etwas. Etwas durchaus Gutes. Und zwar. Ein. Zerstörtes Netherportal. Mein Hund bellt gerade, also werde ich mein Mikrofon stumm. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Sonst werde ich gleich einfach die erste Folge beenden. Ich habe keine Ahnung, wie lang es ist. Ich würde nur noch gerne das Netherportal einmal kurz suchen. Wenn ich wüsste, wo es ist. Doch, das war da. Ja, da ist es. Da ist nämlich ein Netherportal. Und das hat nicht wirklich den besten Loot. Normalerweise. Aber man nimmt es vor allem für den Anfang gerne mit. Warte. Da ist ein Dorf. Okay. Das wird dann wahrscheinlich das Ende der Folge gleich sein. Und um das Dorf kümmern wir dann uns einfach nur in der nächsten Folge. Easy. Gott, nein. So, das ist ja ein in sich perfekt. Nur durch diese Chat. Seit wann gibt's die hier? Na egal. Wir looten einmal die Chest. 2 Obsidian, das ist sehr gut. Feuerkugel. Und ja, das ist ein zerstörtes Netherportal. Irgendwann, wenn wir dann mit einem Netherportal, mit einem ganzen Netherportal, ins. In den Nether gehen, also sozusagen die Unterwelt in Minecraft und die ist auf jeden Fall um einiges gefährlicher, sagen wir es so. Aber ja, das ist, dafür ist es noch nicht Zeit und wir brauchen auch dafür an sich eine Diamanten-Spitzhacke, damit wir Obsidian abbauen können. Wir haben hier 2 Obsidian aus der Truhe, aber wir brauchen mehr. An sich kann man das machen mit einem Lavasee, einem Wassereimer und dann kann man ein Netherportal fließen. Ich kann das nicht. Und ich würde dann auch sagen, dass das Ende der Folge ist. Also, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So, ich hoffe, euch hat die erste Folge des Minecraft Space gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Like und ein Abo da. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Denkt daran, ihr müsst mich abonnieren, um mich deabonnieren zu können. Und dann sage ich mal, ciao mit V.